Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Dienstag, der 24. März 2020, hier um nun 16 Uhr. Die Neuigkeiten, nun, wir haben einen neuen Bewohner hier, und zwar Rex. Ich sage jetzt ein Dino. Ich hoffe, dass sie ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Das war alles. Ciao, viel Spaß an diesem regnerischen Tag. Jo, gestern haben wir ja ein Haus fertiggestellt. Und ja, erstmal Post von Axel. Danke für das Geburtstagsgeschenk. Ich habe schon ausprobiert, wie ich meine Workouts nutzen kann. Ja, das passierte nämlich in dem Part, der leider verloren ging. Er hatte einen Geburtstag und ich habe ihm die Lavalampe geschenkt. Na komm, was gibst du mir dafür? Lavalampe Workouts, wer kennt's nicht? Ja, dann habe ich gestern offscreen mich mit ein paar Leuten getroffen und habe uns einen Apfel organisiert. Wir haben eine Tasse bekommen, ja. Halle, Julia. Richtig, okay. Wir checken jetzt unsere Bäume ab. Ja, der erste schwarze Brett. Nichts. Super. So, hier können wir ja unsere Schaufel verbuddeln, eventuell. Nein. Warte. Ich organisiere mir kurz eine normale Schaufel. Habe ich Äste? Nein, habe ich natürlich nicht. Dann crafte ich mir die mal eben. Oder. Stimmt, ich habe ja nichts für. Kaufe ich sie mir halt. Ich wollte ja eh täglich in den Laden reingucken. Vielleicht ist ja was, das uns gefällt. So. Da ist ja der gute Laden von den Nook. Hola. Hallo, hallo, willkommen. Was ist das denn? Ein Elektronik-Set. Ich brauche nichts von dem hier. Aber interessant. So eine Schaufel brauche ich. Und was habt ihr so für Anleitungen? Sprungstab, Leiter, Axt, Schaufel, Schleuder, Ideen für was? Ja. Nichts Besonderes. So, die Schaufel habe ich jetzt, ne? Nein, natürlich nicht, weil ich idiotisch bin. Weil ich erinnere mich daran, im ersten Animal Crossing war es, glaube ich, da konntest du eine Goldschaufel erhalten und dafür musstest du die halt an diesen goldenen Flecken verbuddeln. Das will ich jetzt einfach mal machen. Wenn ich es hinkriege. Hallo, du sollst da nicht buddeln. Na, sag mal. So. Und hier kommt jetzt. Ja, hier kommt jetzt die normale Schaufel rein. Die wird weggepackt. Wieso kann ich die verbuddeln oder wie? Warte, ich mache es mal so. Ich hol's die Wackelschaufel aus. Und jetzt kann ich es vergraben. Geht doch. So, und jetzt hoffen. So, hallo. Hey, na, hast du Zeit? Ich habe eine Idee. Ist für meinen Marathon gekommen. Also, kennst du Rex? Nee. Wenn wir noch mehr so athletische Leute anlocken, ja, hätten wir bald eine coole Truppe. Für Volleyball oder sowas. Wäre doch fein. Deshalb habe ich mir überlegt, mit einer Deko neue Talente anzulocken.
Ich habe schon Nadine deswegen angehauen. Wir waren uns schnell einig. Wir finden, dass du sorgen solltest, dass diese Deko zur Schau gestellt wird. Was haben wir bekommen? Ach, die Sitzgelegenheit. Und dann werde ich jetzt einfach... Warte. Wo ist der Steg? Hier. Dann kommt hier die Sitzgelegenheit hin. So, und nun geht's zu Rex. Hola. Na, wer bist denn du? Ach stimmt, Rex war der Wolf. Hallihallo. Na, ich bin jetzt hergezogen. Tolle Insel, hattest echt recht. Ich freue mich drauf. Aber zuerst wird ausgepackt. Ja, das dauert dann bis morgen. So. Und da hinten sind unsere Orangen fertig. Das ist schön. So, wir werden jetzt natürlich die Steine überprüfen. Weil den Geldstein hätte ich gerne. Oh. Gerade rede ich von ihm und hab ihn direkt. Ja, schade. Einen nicht bekommen. Aber es ist trotzdem ordentlich an Geld. Ich werde ein Loch zubuddeln. Was mache ich? Richtig, ein neues. So, und hier bauen wir unseren Apfel an. Bald haben wir Apfelbäume. Das hier ist ein weiteres Fossil, super. Na gut, das scheint es aber gewesen zu sein. Dann ist es jetzt an uns, die Häuser aufzubauen, also überhaupt aufzubauen. Und darum die Frage, was will der hier haben? Items für draußen. Baumstammliegestuhl, Baumstammhocker, Wasserpumpe. So. Kann ich mal gucken, ob ich alles dafür habe. Baumstammhocker können wir machen. Baumstangenliegestuhl auch. So wie Wasserpumpe. Perfekt. War doch ein Baumstammliegestuhl, den du wolltest. Ja. Und für drin willst du Holzbett, Holzstuhl und Keramikkrug. Dann gucke ich mal, was ich für dich machen kann. So, was ist eigentlich das Item des Tages? Ein Birnbett. Okay. Geh da rein. Ich will basteln. So. Ich hätte gerne... den Baumstammhocker. Den Baumstammliegestuhl. Wo ist es? Da den Keramikkrug.
So kann man halt echt gut dieses Basteln-Meilen-Zeug farmen. Den Kranz brauche ich auch. Für das Haus Nummer 2. Das Bett kann ich nicht machen. Na, ich muss einfach erstmal gucken, was der jetzt genau wollte. Ich um mein Gedächtnis. So, die Wasserpumpe kommt neben's Haus. Wenn ich herausfinde, wo ich sie habe. Habe ich die Wasserpumpe jetzt nicht gemacht? Da. Mach ich anders. So. Du möchtest. Habe ich irgendwas für drin? Ja, ich habe einen Kranz für dich. Freu dich. Und für draußen möchte sie funktionaler Gartentisch und Gartenstuhl. So, ein Holztisch möchte er und ein Holzbett. Hier ist der Baumstammhocker. Und hier auf der anderen Seite kann er sich hinlegen. Ist doch schön. Jetzt fehlt nur noch genug Holz. Habe ich ernsthaft keine Axt mehr? Ihr müsst es einen aber auch schwer machen, oder? Gebt mal her. Obwohl, nee, ich kaufe die auch bei Noobsladen. Dann kann ich auch direkt was verkaufen. Klingt zumindest für mich nach einem Plan. Nein, das will ich nicht. Obwohl, ich kaufe einfach immer, wenn ich kann, den ganzen Laden leer, würde ich sagen. So, erstmal was verkaufen. Da würde ich gerne das, 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 die hier. Das Unkraut auch. Ja. Und die Tasse verkaufen. Ja, können wir machen. Ich nehme jetzt zwei meiner Axt mit. So. Und jetzt wird der Laden leer gekauft. Her damit. Vor allem, dass ich ein Campingkochkissen nicht selber machen kann, ne? Eine Brücke bauen, aber das nicht. So, und ein Elektronik-Set. So, jetzt habe ich alles einmal gekauft. Und werfe das dann direkt hier in die Truhe. Ja.
Habe ich zwar einiges an Verlust gemacht, logischerweise. Aber das ist mir jetzt egal. Ich brauche nämlich das ganze Holz. Und ich sehe gerade nicht, wie lang der Part schon ist. Vielleicht kann ich auch, warte mal, Nukmalen. So, erstmal kriege ich dafür 300 fürs Basteln. Felsen anstoßen, okay. Obstbauer, stimmt, da habe ich ja auch was mal gemacht. Und der größte Gastgeber, weil ich zwei Leute hier reingelassen habe. Super. 500 fehlen aber noch. Sprich mit deinen Nachbarn. Gibt's 400 für? Und Blumensamen pflanzen und Bäume fällen, okay. Wo ist die Nadine? Die ist wahrscheinlich in ihrem Haus, oder? Bei dem Wetter auch kein Wunder. Oh, sie bastelt. Alles locker? Brauchst du meine blumige Genialität? Ich will reden. Was ich treibe? Schau's dir ruhig an. Wenn ich fertig bin, wird das eine stabile Hellfischgrätwand. Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl. Bist du auch mal ran? Hier, ich gebe dir die Anleitung. Okay, super. Also mit den Nachbarn reden ist auch gut Anleitung. So, das lerne ich jetzt mal schnell. Und mit der nächsten Schaufel einfach 5-mal gegen den Stein hauen. Das kriege ich hin. So. Was wir aber machen wollen. Ach, das ist so eine Fischgrätwand. Ich möchte eine Wasserpumpe haben. Ach stimmt, dafür fehlt mir der Lehm. Wieso fehlt mir immer Lehm? Es wird zu einem Running Gag, Lehm fehlt. So, dann nehmen wir den hier, der ist funktional und funktioniert. Ja gut, dann fehlt mir wieder Hartholz. Und ich brauche zwei Bauklotz-Sets. So. Ich werde echt ein Bastelgenie. Bob, der Meister, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Glaube ich. Hoffe ich. So, weitermachen. So, die kann ich schon mal machen. So, das reicht erstmal. Und jetzt Steine, hier komme ich. Ja, aber jetzt mit dem Schaufel muss ich noch üben. So, das ist ein 1000-Füßler. Allerdings brauche ich gerade Lehm. 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 Einmal Lehm, gut. Besser als nichts, Lehm ist gefühlt selten. So, jetzt die Nukmalen einkassieren. Nochmal hier alles prüfen. Aber nee, gut.
Dann kaufe ich mir jetzt das bessere Bastelhandbuch, damit ich nicht nur immer mit Kackwerkzeug rumarbeiten muss. Ich finde schön, man hört sogar hier das Regenprasseln auf dem Zelt. Das gefällt mir. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas Cooles? Nee. Gut, dann hätte ich gerne Alltagswerkzeuge. Ach, das kostet nur 3000. Ups. So. Jetzt kann ich Werkzeuge herstellen, die nicht so schnell kaputt gehen. Leben verändern. Super. Dann zeig mal her. Für eine Steinaxt, für eine normale Axt, für eine normale Angel, ja. Dann mache ich das mal eben, wenn ich schon hier bin. So. Ich mache mir eine Axt. Kostet zwar ein wenig Holz, aber... So, weitermachen. Eine bessere Schaufel, selbstverständlich. Eine Angel darf nicht fehlen. Und natürlich der funktionale Kescher. So, das reicht. Und jetzt kommt gleich allerdings die Frage der Fragen. Bäume fällen. Ich mache das einfach testweise an dem hier. Geh mal zur Seite, ich brauche dich hier gerade nicht. Gut. Dann brauche ich wohl noch eine normale Steinaxt wahrscheinlich, um das Bäume fällen zu vermeiden. Dann mache ich mir nämlich auch nochmal eine davon und testen das gleich mal aus. Weil ich will ja nicht immer direkt einen Baum fällen. Wirklich einen Grund haben, dass es verschiedene Äxte gibt. Dann gucken wir mal. Ich würde gern die Axt als Favorit nehmen. Und quasi austauschen. Jo, funktioniert so, wie ich will. Und jetzt geht's daran, Häuser bauen. So. Den Stuhl stelle ich schon mal hin. Und die Bauklotzanlage war auch für ihn hier, oder? Einfach damit ich den Kack schon mal los bin. Und hier habe ich eine Tür drin, ne?
Nee. Na komm, Lehm. Lehm. Wow, ein Lehmstück. Das ist... Ich finde Eisen öfter als Lehm, muss man sich mal vorstellen. So, Schaufel wird jetzt hinter mir platziert. Super, den Stand habe ich komplett verkackt. Hat mir auch absolut nichts gebracht. Na gut, aber Steine gibt es hier, glaube ich, keine weiteren mehr hier oben. Ich kann ja mal kurz gucken, was mir noch fehlt an Materialien. So. 6. 6. So, die beiden kann ich machen. So, fehlen mir noch 18 Holz. Also normale. Hier fehlen mir noch 5 Weichholz. Den kann ich mittlerweile machen. Und mir fehlen noch 2 Lehm. Nein, falsches Item. Dann werde ich es nämlich folgendermaßen machen. Ich werde offscreen die letzten Ressourcen farmen. Und dann haben wir im nächsten Part, welcher wahrscheinlich morgen kommen wird, nämlich schon unsere neuen Mitbewohner und können weitermachen. Und denn ich würde jetzt an dieser Stelle den heutigen Part beenden. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.